Der Teaser zu Episode 9 ist bei der Star Wars Celebration gestern nun endlich veröffentlicht worden und da gibt's natürlich wieder viel Material, worüber man spekulieren und Theorien aufstellen kann und natürlich auch, was man analysieren kann. Diesen ganzen Trailer bzw. Teaser haben wir uns im Livestream gestern unfassbar häufig angeschaut und ich wollte hier mal ein paar kleine Analysen oder bzw. Theorien aufstellen und zeigen, welche dann häufig vorgekommen sind. Und ich würde sagen, wir schauen uns dafür den Trailer einfach mal komplett von vorne an. Wir beginnen hier mit dieser Szenerie, welche dann direkt am Anfang gezeigt wird. Man sieht Rey auf einer Art Wüstenplanet stehen. Ob das jetzt Jakku ist, Tatooine oder vielleicht sogar was Abweges wie Jedha, war nicht ganz so klar. Es gab da mehrere Theorien. Wir sehen sie auf jeden Fall in einem relativ weißen Gewand gehüllt, ähnlich dem, welches sie in Episode 7 trägt. Und warum wir auf Jedha gekommen sind oder warum einige auf Jedha gekommen sind, liegt an der Szene hier. Und zwar sehen wir da ihr, in Klammern, neues Lichtschwert, denn in Episode 8 wurde dieses Jahr zerstört tatsächlich. Denn dort haben ja Kylo als auch Rey gleichzeitig nach diesem Lichtschwert gegriffen und es wurde zerstört und der Kyberkristall da drinnen, beziehungsweise der Lichtschwertkristall, wurde halt ebenfalls zerstört. Jetzt sehen wir dieses Lichtschwert, wie es wieder zusammengesetzt worden ist mit diesem neuen, der vorher nicht vorhandenen war, Lederriemen um dieses Lichtschwert herum. Und daher liegt vielleicht so ein bisschen die Theorie da, dass wir sagen, ey, das könnte Jedha sein, denn es passt irgendwo so, ne, von den Bergen und so weiter, es passt von der Szenerie halt allgemein. Und auf Jedha wurden ja für den Todesstern Kyberkristalle gesammelt, um den dann herzustellen, um den Todessternlaser herzustellen. Und welche von diesen Kyberkristallen könnten natürlich benutzt worden sein, um hier dieses Lichtschwert zu bauen. Das war eine der Theorien. Natürlich, wie gesagt, es kann genauso gut Jedha sein, es kann genauso gut Tatooine sein. Es gibt auch später nochmal ein paar Szenen, die auf die anderen beiden Sachen hinweisen können. Allerdings sehen wir hier gleich auch schon Kylo Ren mit seinem Silencer. Ob das jetzt wirklich Kylo Ren ist, das ist natürlich fraglich, denn man sieht die Person, die dieses Gefährt steuert, nun nicht. Allerdings sehen wir einen überarbeiteten TIE Silencer, der noch rote Elemente bekommen hat. Hier sehen wir nochmal die Berge und so weiter. Da haben viele gemeint, oh, das kann deswegen schon allein nicht Jakku sein, das ist nicht so bergig. Andere haben dann wieder gesagt, oh, da gibt es Vegetation, das kann eigentlich nicht Tatooine sein. Es ist wirklich ein großes Rätselraten. Ihr könnt ja auch gerne mal sagen, was ihr denn denkt. Auf jeden Fall sehen wir, wie Rey sich jetzt hier in Kampfposition befindet und der vermeintliche Kylo dann hier zum Angriff ansetzt, beziehungsweise denjenigen oder diejenige überfahren möchte. Viele haben dann auch gemeint, das sieht mir eigentlich sehr, sehr gewollt aus, diese Szene, dass sie dann eher trainieren, als dass das wirklich der große Showdown ist. Hier sehen wir allerdings Handschuhe in dieser Szene. Und diese würden zu Kylo Ren passen, allerdings würden sie allgemein zu vielen der Ersten Ordnung oder auch zu vielen Personen passen können. General Hux hat wohl auch ähnliche Handschuhe, aber es soll wohl vermeintlich erstmal Kylo sein. Ob dieser Cut überhaupt auf diese Szene hier gehört, weiß man natürlich nicht genau. Allerdings sehen wir jetzt schon, wie Rey dann hier losläuft in dieser Form und sich der vermeintliche Kylo nähert, wie gesagt, mit seinem TIE Silencer, der jetzt hier, und da sieht man es relativ deutlich, ja, neue rote Elemente dazu bekommen hat. Hier wurde übrigens auch gesagt, dass man hier relativ deutlich Grasflächen sieht, beziehungsweise grünliche Flächen. Ich persönlich würde das nicht so sagen. Und hier kommen wir eigentlich auch schon zur nächsten interessanten Theorie, die aufgestellt wurde. Und zwar müssen wir dafür auf die Sonnen achten. Und das war so ein bisschen die Theorie, die unterstützen würde, dass es sich hier um Tatooine handelt. Ich persönlich sehe das nicht so, allerdings fand ich es trotzdem interessant. Und deswegen führen wir das hier mal auf. Und zwar müssen wir dafür so ein bisschen auf die Spiegelung achten, bei dem TIE Silencer. Und zwar, dass der dort verschiedene Sonneneinstrahlungen hatte. So war die Theorie auf jeden Fall. Ich persönlich sehe das, wie gesagt, eher nicht so. Dafür gehen wir nochmal hier an diese Position. Obwohl, ich muss ein bisschen weiter zurück. So, einen Moment. Wir spulen das nochmal vor. Da kommt der Angerausch. So, da sehen wir nämlich den Sonneneinfall einmal hier von der linken oberen Seite mehr oder weniger. Und zwar, dass man jetzt hier den Schattenwurf sieht, der so hier auf das Gefährt halt fällt, auf das Raumschiff fällt. Aber gleichzeitig auch gleich jetzt in diesem Moment halt die Reflexion von vorne. Ich finde das nicht unbedingt wirklich deutlich, dass dadurch dann auf jeden Fall zwei Sonnen da sind. Ich finde das auch schwierig, physikalisch nachzuschauen, inwiefern das jetzt wirklich perfekt gemacht worden ist oder ob das denn wirklich stimmt in der Form. Ich glaube nicht unbedingt, dass das ein Indiz dafür ist, dass das jetzt sich auf Tatooine befindet. Ich sehe das persönlich auch physikalisch nicht so, dass das komplett logisch ist. Aber nun ja, das war auf jeden Fall eine der Theorien, dass sich das vielleicht dort dann eher um Tatooine handelt. Hier sehen wir einen komplett neuen Planeten. Dieser scheint irgendwie von Eis bedeckt zu sein, als auch Berge zu beinhalten.
Und wir sehen eine Art A-Wing, würde ich zumindest sagen, den wir da raussehen. Und dieser A-Wing scheint wohl eines der neuen Hauptraumschiffe zu sein. Denn wir sehen es relativ häufig tatsächlich in diesem Trailer. Und es wird spekuliert, dass die Rey damit durch die Gegend fliegt tatsächlich. Hier sehen wir auch noch gleich eine neue Stadt auf diesem Planeten. Die ist allerdings komplett unbekannt, beziehungsweise wusste auch niemand so recht, um welche Stadt es sich hier handeln könnte, beziehungsweise welchen Planeten denn überhaupt. Die nächste Szene ist super interessant, denn hier sehen wir Kylo Ren, wie er im Wald kämpft. Und hier haben wir gleich eine der interessantesten Szenen, und zwar diese Person, die er hier umhaut. Und dieser hat einen sehr, sehr markanten Helm. Wir sehen auch schon, er haut ihn nur mit dieser Parierstange seines Lichtschwerts um. Das heißt, eigentlich wird derjenige fast gar nicht getroffen vom eigentlichen Lichtschwert, sondern nur von der Parierstange, die jetzt gerade irgendwo in seinem Bauch bzw. seinem Brustkorb steckt und wird dadurch zu Boden gehauen. Ebenfalls interessant ist hier anzumerken, dass wir gleich neben dieser Figur, die hier in der Mitte liegt, rechts am Bildschirmrand ebenfalls nochmal eine Figur sehen, die die exakt gleiche Rüstung bzw. Uniform trägt. Und die sieht man jetzt rechts. Da sehen wir sie ganz deutlich. Hat exakt die gleiche Rüstung, ebenfalls so eine braune Rüstung mit so einem ja relativ rundlichen Helm drauf und ja braune allgemeine Kleidung. Wer das genau nun ist, wir sehen auch übrigens, dass derjenige bewaffnet ist, der hat irgendeine Art Axt in der Hand. Ob das jetzt in irgendeiner Form irgendwelche Widerstandskämpfer sind, hier sehen wir die Axt übrigens, oder ob das, hier sehen wir sie auch relativ deutlich, oder ob das jetzt tatsächlich sowas ist wie die Ritter von Ren. Das ist fraglich, denn dazu gibt es ebenfalls noch eine Szene, die ich jetzt hier gleich mal einblenden werde. Und da sehen wir relativ deutlich, dass gerade auch diese Helmform, die diese Person hier hat, sehr, sehr deutlich wiederzuerkennen ist bei einem der Ritter von Ren. Ist halt schwierig, beziehungsweise einem der Ritter von Ren, die bei der Szene der Ritter von Ren umgebracht werden, die man bei Episode 7 sieht. Das wird, wie gesagt, gerade im Hintergrund für euch auch nochmal eingeblendet. Ist halt wie gesagt sehr, sehr fraglich, ob das jetzt Widerstandskämpfer sind oder was ganz anderes. Die nächste Szene, dort sehen wir dann, wie Kylo Rens kaputte Maske wieder zusammengeflickt wird. Und da sehen wir hier diese roten ja, Elemente, die dafür benutzt werden. Das ist so die Art Bruchstellen, denn Kylo Ren hat ja seine Maske in Episode 8 kaputtgeschlagen. Die werden wieder zusammengestellt und zusammengeflickt von irgendeiner Kreatur, die wir nicht genauer beschreiben können. Sie hat auf jeden Fall Fell, hat irgendwas angezogen. Viele haben gemeint, es könnte Chewbacca sein. Ich bin da eigentlich relativ nicht der Meinung, dass es Chewbacca ist. Dafür sehen die Hände zu menschenartig aus in irgendeiner Form. Außerdem trägt Chewbacca ja nicht häufig wirklich Kleidung. Könnte natürlich jetzt auch sein, dass es irgendeine Art Schutzkleidung ist, obwohl dann fraglich ist, warum er an den Händen nichts hat. Allerdings sehen wir hier sehr, sehr deutlich hier und auch hier oben, dass diese Kreatur auf jeden Fall behaart ist relativ stark und von daher irgendeine Kreatur, die wir eventuell noch nicht kennen oder kennenlernen werden, die dann Kylo Rens Helm wiederherstellt. Hier sehen wir einmal unsere beiden anderen Helden, Poe Dameron und auch den guten Finny Boy. Und die beiden sind ebenfalls auf dem Planeten. Finn hält übrigens diesen Stab, den Rey häufiger benutzt hatte. Und die beiden befinden sich ebenfalls auf dem Planeten, der wahrscheinlich auch schon zu Beginn für die Rey-Szenen benutzt wurde. Und sind daher auf diesem Büßenplanet, der vermeintlich Tatooine, Jakku oder vielleicht auch sogar sowas Abwegiges wie Jedha sein könnte. Und dann sind wir in der nächsten Szene bei den beiden Droiden BB-8 als auch den neuen D.O. Die sind beide in irgendeiner Art, ja entweder Schrottlager, Droidenfabrik, schwierig zu beschreiben. Es sind auf jeden Fall einige Schrottteile bzw. Droidenteile so im Hintergrund. Hier liegt auch so eine Art Brustplatte mit so einem, ja, mit so einer Öffnung zum Hals und hier den Arm. Ist es sehr, sehr fraglich, was die da genau tun, wo die da genau sich aufhalten. Scheinen auf jeden Fall auch auf dem Planeten zu sein. So, als nächste Szene sehen wir Chewbacca als auch den guten alten Billy Dee Williams, auch bekannt als Lando Calrissian, den alten Lando Calrissian, der sich mal wieder freut, im Millennium Falcon zu sein. Und wir sehen hier auch schon relativ deutlich, der Millennium Falcon hat wieder eine runde Schüssel oben auf dem ja, Dach, sage ich jetzt mal. Und die fliegen halt durch den Hyperspace. Ne? Als nächstes sehen wir dann die Jagd, wie Poe, Finn als auch der gute C-3PO gejagt werden. Und dabei ist relativ leicht zu erkennen, jetzt spiele ich nochmal ganz kurz zurück, dass die gejagt werden von halt auch ebenfalls Mitgliedern der Ersten Ordnung. Sie haben eine Art Speeder, fliegen hier durch Sachen, die aussehen wie so Vaporatoren. Und da ist einer, der mit dem Speeder verfolgt, einer der Ersten Ordnung, als auch zwei Leute, die mit dem Jetpack bzw. solche Lufttruppler, die die beiden verfolgen, schießen hier auch, treffen hier auch
Sieht so aus wie so ein Mast, an dem sich der gute C3PO festhält, also so eine Art kleines Bötchen, was die da haben. Und damit kommen wir auch schon zu einer der nächsten interessanten Szenen. Und zwar sehen wir wieder den A-Wing, den wir auch schon vorher gesehen haben, oder eventuell einen A-Wing. Es muss ja nicht unbedingt der gleiche sein. Allerdings trotzdem sehr interessant. Und was wir hier im Hintergrund sehen, ist eigentlich noch viel interessanter. Denn wir sehen hier relativ deutlich die Brücke eines Sternzerstörers. Das kann ich ja nochmal ganz kurz in Slow Motion zeigen. Das wird man aber sehr, sehr deutlich erkennen können. Und zwar hier. Da erkennt man es relativ deutlich. Hier haben wir oben diese beiden Schildgeneratoren. Hier haben wir diese Brückenform. Das wächst dann alles zusammen hier mit der, mit dem Schiff an sich, ne? Aber das ist noch nicht das Interessante daran. Denn wenn wir weiter diese Szene verfolgen werden, die stürzt übrigens ab, der A-Wing, das dürfte ja relativ offensichtlich sein, sehen wir hier rote Elemente. Und diese roten Elemente erinnern sehr stark an den Venator-Kreuzer aus den Klonkriegen. Das ist ebenfalls sehr interessant, dass es irgendwie eine Art Hybrid zu sein scheint. Denn die Venatoren haben ja normalerweise zwei Brücken. Und das sieht eher aus wie eine Sternzerstörerbrücke, aber trotzdem in irgendeiner Form ein Venator in diesem, ja, unteren Teil des Schiffes. Also auch wieder eine sehr, sehr interessante Szene. Die nächste Szene, die wir hier direkt dann sehen, ist eine Szene, in der Leia dann eine Medaille hält. Und diese Medaille ist nicht irgendeine Medaille. Das ist diese Ehrenmedaille, die Luke als auch Han Solo im Episode 4 am Ende bekommen haben, weil sie dann halt diese Schlacht von Yavin geschafft haben, den Todesstern zum Explodieren haben gebracht. Und die hält sie hier in der Hand. Die sieht man natürlich auch in Episode 4. Das werde ich jetzt hier ebenfalls einmal einblenden. Dann kommen wir direkt auch schon zur nächsten Szene und hier sehen wir, wie Leia dann die neue Rey, also in ihrem neuen Gewand, umarmt. Das scheint mir vom Hintergrund ebenfalls auf Yavin 4 spielen zu können. Es scheint mir zumindest sehr stark danach, dass das hier irgendwie alles in irgendeiner Form bei einer Yavin-Szene sein könnte. Und da ist natürlich auch fraglich bei dieser Medaille, ne, woher kriegt sie die? Ist es die von Luke? Ist es die von Han? Sie scheint auf jeden Fall Trauer zu empfinden damit, scheint Erinnerungen wieder aufzuwecken. Das ist natürlich klar, wenn sie diese Medaille in der Hand hält, die sie selber ja übergeben hat an Han oder Luke vor etlichen Jahren, dass das dann sehr emotional sein kann, ne? Wie gesagt, das Ganze kann, wie gesagt, auch sehr gut spielen auf Yavin. Es sieht mir hier sehr gut aus, als wäre das in irgendeiner Form mit diesem Hintergrund nur diese Dschungelwelt von Yavin oder dieser relativ dichte Wald, den es da gab. Und dann sehen wir halt, wie Rey hier auch nochmal weint mit der guten Leia im Arm. Diese Szenen wurden natürlich übrigens auch aus Footage genommen von Episode 7. Also das heißt, das hier wird in irgendeiner Form dann aus dem Akto-Arc, Quatsch, nee, aus dem Dakar-Arc sein, beziehungsweise halt nach der Schlacht von der Starkiller Base, beziehungsweise wo sie sich dann nochmal treffen und sie dann weint, dass Han Solo halt verstorben ist, haben sie dieses Footage nochmal genommen von Leia, um das hier nochmal einzubauen, denn die gute Carrie Fisher ist ja leider mittlerweile verstorben. So, wie gesagt, dann weint die gute Rey. Und zum Schluss sehen wir nochmal eine sehr interessante Szene. Hier sehen wir übrigens auch nochmal, dass Dio, BB-8, Chewbacca, C-3PO, Poe, Finn und auch Rey alle zusammen hier auf einer Reise waren. Hier sehen wir wieder das Lichtschwert von ihr, ebenfalls schon mit diesem Lederriemen. Das heißt, das Lichtschwert scheint schon repariert worden zu sein. Hier wurde ebenfalls nochmal die Theorie aufgestellt, dass sie hier vielleicht auch auf dem Weg wären, um Reys Lichtschwert in irgendeiner Form funktionsfähig zu machen. Das heißt, dass sie hier wieder einen Kyberkristall aus den Wrackteilen von dem Todesstern sammeln wollen. Ob das so stimmt, ist natürlich fraglich. Ich finde die Jedi-Theorie ebenfalls sehr interessant. Allerdings sind das alles nur Theorien, die halt irgendwo aufgestellt worden sind. Und es ist natürlich auch fraglich, auf welcher Welt wir uns befinden. Es wurde schon spekuliert, ob das jetzt hier der Todesstern 1 oder 2 ist, denn wir sehen auf jeden Fall einen Todesstern, den sie beobachten, die Wrackteile eines Todessterns. Das kann man ganz gut erkennen an dieser Linie, die hier langgezogen ist, die halt einmal den Todesstern durchquert hat, als auch der großen, und ich sage dazu immer Satellitenschüssel, diese Einbuchtung, die halt beim Todesstern benutzt wurde, um halt die Laserstrahlen zu bünden und diesen halt als Waffe zu benutzen. Das sieht man hier. Ob das sich jetzt um den ersten bzw. zweiten Todesstern handelt, ist fraglich. Allerdings würde ich persönlich sagen, dass es sich eher um den ersten handeln könnte, aufgrund der Größe, weil wenn man die Größe betrachtet, finde ich persönlich, ist das doch ein relativ kleines Objekt und man muss halt auch nochmal bedenken, dass der zweite Todesstern um einiges größer war als der erste und daher gehe ich persönlich davon aus, dass es sich hierbei um den ersten handelt. Allerdings ist das ebenfalls nicht klar, ne? Wie gesagt, was sie da überhaupt genau machen wollen, ist ebenfalls fraglich und dann kommen wir eigentlich noch zum großen, großen Ende und zwar, dass die Lache von dem guten Palpatine ganz am Ende gezeigt wird.
Damit kommen wir dann auch zur Auflösung, wie dieser Star Wars Teil heißen soll, und zwar The Rise of Skywalker. Da ist natürlich wieder fraglich, inwiefern das jetzt überhaupt reinpasst. Ist das jetzt auf Rey bezogen? Ist das auf Kylo bezogen? Ist das auf beide bezogen? Ist das vielleicht nochmal auf einen Luke oder quasi einen Anakin bezogen? Anakin wird ja auch ganz häufig sich erwünscht und gefordert. Ob das jetzt was damit zu tun hat, ist natürlich alles sehr, sehr schwierig. Dieser Name an sich ist sehr, sehr schwer, sich daraus irgendwas rauszuziehen. Allerdings ist diese Imperator-Lache ebenfalls nochmal ein unfassbar wichtiger Faktor in diesem Trailer, in diesem Teaser. Denn der Imperator ist eindeutig hier zu hören. Auf der Star Wars Celebration, nachdem sie diesen Teaser gezeigt haben, war der Schauspieler vom Imperator, Ian McDiarmid, übrigens ebenfalls zu sehen, welcher dann auch nochmal aufgetreten ist. Von daher ist eine Rückkehr des Imperators auf jeden Fall gegeben. Und das ist schon so gut wie sicher, dass der in irgendeiner Form wieder auftauchen wird in Episode 9. Was das genau heißen wird, ob er dann als großer, böser Schurke auftaucht, sich Rey und Kylo gegen ihn verbünden, ist fraglich. Man weiß es nicht genau, ob er dann einfach der Meister, der neue Meister nach Snokes Ableben von Kylo war und in welcher Form er auftritt, ob das als irgendeine Art Machtgeist, als irgendeine Art Holocron, als irgendeine Art Vision, als irgendeine Art Klon, als irgendeine Art, so eine Art Seelentauscher, also dass er so seine Seele transferieren kann in verschiedene Objekte und Menschen und so weiter auftaucht oder einfach als normaler Mensch so gesehen wiederkehrt und dann Kylo unterrichtet. Das ist alles so eine Sache. Darüber kann man spekulieren. Es gibt auf jeden Fall einige Sachen, die aufgeworfen worden sind. Was denkt ihr? Was ist hier alles gezeigt worden? Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Und damit war es mit dieser kleinen, Trailer-Analyse zu dem Teaser von Episode 9. Ich persönlich bin super überrascht und super gut eingestimmt. Ich bin total froh und happy, denn irgendwie hat mir das Ganze richtig viel Spaß gemacht, das anzuschauen, sich mit euch darüber zu unterhalten, zu analysieren, zu gucken, zu spekulieren. Und ich denke, das ist auch das genau das, was sie haben wollen. Und das ist doch das Schöne daran, dass man daran immer noch so viel Spaß haben kann, was man jetzt hier sieht, was man da reininterpretiert, was man jetzt hier rauslesen kann. Und mir macht es auf jeden Fall Spaß. Ich bin super gespannt auf Episode 9, freue mich drauf. Und damit war es das mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.